es diesmal. Ja, ihr braucht nur zu... Jaek, möge die Dunkelheit herrschen. So. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut, was haben wir hier alles? Probe, Ring, Zauber, Geld. Zwei Magierzauber des ersten Grades. Habe ich einen freien Ringslot? Ja, hatte ich. Kann aber von mir nicht verwendet werden. Da muss doch Nera ihn nehmen. So. Durchbohrungspfeile. Blitzschutzrobe. Langschwert plus 1. Ja, das heißt, Nera kann jetzt... Hui. Das hier... Na komm, packen wir noch einmal Identifizieren rein. Noch ein magisches Geschoss. Noch ein magisches Geschoss und einmal Schutz vor Versteinerung. So. Wenn das euer Wunsch ist. Hier ist nichts. Tier. Noch etwas Gold. Gut. Worum geht wir haben jetzt einen aus Versehen einen wütenden Magier getötet. Ja, meint, wenn das euer Wunsch ist. Aber natürlich. Hier ist eine Familie. Wenn das euer Wunsch ist. Hier ist etwas Geld. Das ist hier oben nichts. Wenn das euer Wunsch ist. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, hi. Ich spüre Böses in eurer Gesellschaft, mein Freund. Ich kann nicht zulassen, dass entweder ihr oder eure hinterhältigen Begleiter die Menschen von Baldur's Tor bedrohen. Meine Gruppe wurde vom Pandadim, einem übertrieben wachsamen Paladin, vom Pandalin, Paladin, der sich in der Taverne Elfgesang in Baldur's Tor umtreibt, angegriffen. Eines muss man sich merken, wenn man von einer Gruppe von Bösewichten abhängig ist, sollte man muskulösen Paladin besser aus dem Weg gehen. Gut. Mein Ruf ist auf 8. Wie ihr wünscht. Der zoppelt ein bisschen rum. Hey, Kollege! Dieses verdammte Volk von Arm ist wirklich unersättlich. Die sind so blöd, dass selbst einem Krieg in Baldur's Tor, dass sie selbst einen Krieg mit Baldur's Tor riskieren würde. Ich frage mich, was sie sich davon versprechen. Hm. Das ist einfach nur ein Speer plus 1. Ja, der Paladin hat uns keine andere Wahl gelassen. Aber jetzt können wir wieder Sachen machen. Die versuchen nur hier ein sauberes Gewerbe zu betreiben. Also kommt nicht und ruiniert es mir. Also würdet ihr gern was trinken? Nö, wir würden gerne einmal königlich schlafen. War nicht irgendwas mit der Taverne Elfgesang? Nee, das war zu den drei Fässern. Untersuchung des Eisenturms. Was? Oh ja, das mit dem Handschuhen hatten wir auch noch nicht. Ihr braucht nur zu fragen.
Okay, hier sind nur Spieler und Bürger. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier ist etwas Geld in dem Fass. Okay, so Fana zeigt mal ihr wahres Licht, ich. Ja, das hier ist die flammende Faust, die Kaserne. Es ist schon interessant, wenn man sich das so ansieht, dass die Kaserne der flammenden Faust und der Bergfried von Baldurs Tor eigentlich beides Festungen in der Festung sind. Tiax, hi. Ja, Tiax wird zu euch sprechen. Das Schicksal will es so. Der ruhmreiche Zirik hat unsere Begegnung vorhergesagt, bei der ihr euch mir anschließen würdet. Es ist eure Pflicht, mehr noch eure Bestimmung an Tiaks Seite zu stehen, da die Welt ihm uns zu Füßen liegen wird. Zu diesem Zweck werde ich mit euch reisen und eurem Geheiß folgen. Später aber wird eure Macht in der Main aufgehen und der große Tiaks wird in die höchsten Ämter des Landes aufsteigen. Was sagt ihr zu dem großen Entwurf, ja oder nein? So, ihr wollt mir also helfen, oder als Gegenleistung helfe ich euch, den Planeten zu beherrschen. Also gut, lasst mich wissen, wann ihr aufsteigen wollt. Das glaube ich allerdings nicht, kleiner hirnloser Mann. Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass ihr alles beherrschen werdet? Das sind ja ziemlich große Pläne für einen so klein geratenen Kerl. Habt ihr keine Ohren am Kopf? Es ist so, wie Tiax sagt, Bestimmung. Zurück selbst wird Tiax zum Aufstieg verhelfen. Zurück, der immer nur lügt und Unmut verbreitet. Und ich werde zu dem Zeitpunkt meinen rechtmäßigen Platz einnehmen. Ihr werdet wie Ameisen vor mir über den Boden kriechen, beziehungsweise wie etwas größere Ameisen, sofern ihr mir behilflich seid. So, ihr wollt mir also helfen? Ja, das kennen wir. Und wer genau ist dieser Zürich? Da beruht also euer gesamtes Glaubenssystem auf irgendeinem himmlischen Zwergenblödsinn. Ohne mich, ich bin schließlich kein Mitglied der Zwergenliga. Und wie genau ist dieser Zürich? Was? Ihr wisst nichts über den Ruhm von Zürich? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso lässt das Schicksal Tiag mit seinem Dummkopf zusammenarbeiten? Egal, ich kann auch solch Grobzeug für seine Zwecke benutzen. Egal, was sie glauben und wie dumm sie sein mögen, kommt mit und ich werde euch für eure Dummheit entschädigen. Ihr lebt in einer eigenen kleinen Welt, nicht wahr? Schönen Tag und auf Wiedersehen. Was? Das Schicksal hat die Welt in eure Hände gelegt und ihr erdreist euch zu spotten. Seid ihr toll? Seid ihr toll? Hammelgesichter Tor, ihr und eure schnieken Kumpane, ihr werdet dereinst zittern und beben vor dem Anblick des allmächtigen Tiax mit Krone und Zepter, wenn ihr in Sack und Asche gehüllt zum Richterplatz gekarrt werdet. Um euer Leben werdet ihr winseln, ihr armseligen Kreaturen, packt euch und geht's, das mache ich euch Beine. Ja, der hat uns nichts mehr zu sagen, der ist jetzt angepisst. Hier unten waren wir drin. Wirtshaus zum alten Knacker. Sehr nettes Wirtshaus. Gehen wir da mal rein. Tränkeladen. Also ja, wir gehen jetzt da rein, dann gehen wir da rein, dann klappern wir hier alles ab und dann gehen wir zum Tränkeladen hoch und dann in die Ecke und verschwinden aus dem Stadtteil erstmal.
Wer hat den Grünschleim eingeladen? Was, diesen Ort? Arggrüner Schleim steigt immer weiter aus dem Keller auf. Ergreift die Flucht, solange ihr noch könnt. Das wird kein schneller Tod. Welcher Keller? Für mit Vergnügen. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wow, erst redet der Schankwirt ganz ruhig mit dem Magier Ramatin, und auf einmal wird er der Fuchsteufelswild und schaubert all diese Schlemmkreaturen herbei. Eklige Viecher sind das. Haben wir Ramazid nicht in der Pampa getroffen? Ich wollte nicht raus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Diese Treppe ist wegen schlechter Verarbeitung gesperrt. Nee, ich will eigentlich die Treppe hier drüben. Worum geht es dir? Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, Erzmagier. Oder Magier allgemein. Haben so die... Wie kann ich helfen? Das Problem, dass sie irgendwann geisteskrank werden. Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Dieter, Mortis. Sollte mal heilen. Was wir übrigens noch gar nicht gefunden haben, was es im unteren Stadtteil gar nicht gibt scheinbar. Wobei doch, einen haben wir ja gefunden, den Tempel von Amberley, aber allgemein haben wir noch nicht viele Tempel hier im Baldur's-Tor gefunden. Ihr braucht nur zu fragen. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Willkommen in meinen Laden, seht euch ruhig rum, aber macht nichts kaputt. Ich werde mit der entsprechenden Vorsicht und Sorgfalt vorgehen. Was könnt ihr mir zeigen? Auch nur Zeug. Wie ihr wünscht. Fahner, mach mal hier auf. Aber natürlich, Bürger. Schätzchen. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, ja, ein Trank. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, das Haus dürfte interessant werden, wenn es mir noch richtig einfällt. Ich glaube, du wirst heute Abend schon die Radieschen von unten anschauen. Legt eure Waffen weg sofort. Verzeiht das Klischee, aber das hier kann schnell und schmerzlos oder langwierig und qualvoll werden. Welche Variante wählt ihr? Ich sehe niemanden außer euch. Wenn ihr uns alleine überfallt, könnt ihr nicht erwarten, dass wir aufgeben. Zerbrecht euch nicht den Kopf, ich überfalle euch nicht allein. Im Schatten halten sich noch drei meiner Freunde versteckt. Wir sind die Besten, die Gilbeskippe hat. Wenn ihr Ärger machen wollt... Da glaube ich nicht, dass ihr an einem Stück hier wegkommt. Ich bin sicher, dass ihr viele unsichtbare Freunde habt, meine Dame, aber davor fürchten wir uns nicht. Zieht euer Schwert, damit wir dieses kleine Dilemma lösen können. Schade, dass es dazu kommen muss. Also los, Jungs, legt sie um. Ich hab keinen Bock zu reden. Sagt ab. Das wird kein schneller Tod. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ah.
Ja? So, jetzt ist wenigstens sie schon mal tot. Also die Jungs halten schon was aus, muss ich sagen.